Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Market Insight von der Frankfurter Börse, präsentiert von GKFX. Ja, zwei Themen haben diese Woche die Börsianer bewegt. Zum einen die Notenbanksitzung in den USA vom Mittwoch, zum anderen aber auch der drohende Brexit. Am 23. Juni stimmen die Briten über den Verbleib in der EU ab und manch ein Börsianer rechnet mit einem gewaltigen Börsenbeben, sollte es zu einem Austritt kommen. Worauf Sie sich einstellen müssen, darüber spreche ich später mit meinem Gast in der Sendung. Auch die Chefin der US-Notenbank Janet Yellen hat in ihrer jüngsten Zinsentscheidung die Unsicherheit rund um den Brexit berücksichtigt. Die Zinsen bleiben unverändert. Außerdem hat Janet Yellen auf die zuletzt schwächere Entwicklung am US-Arbeitsmarkt hingewiesen. Ja, und auf Unternehmensseite sorgte der Software-Gigant Microsoft für eine richtige Überraschung. Das Unternehmen übernimmt das Karrierennetzwerk LinkedIn für 26 Milliarden Dollar. Wie Sie sich vorstellen können, machte die Aktie danach einen gewaltigen Satz nach oben und stieg um fast 50%. Ja, der DAX hat diese Woche eine Achterbahnfahrt hingelegt. Es ging rauf, runter. Und über das aktuelle Marktgeschehen und die Aussichten spreche ich jetzt mit meinem Gast Cornelius Barczynski von GKFX Marktanalyst. Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen. Ja, wie sollten sich denn die Anleger derzeit positionieren im DAX? Short gehen? Also grundsätzlich, wir sehen ja im DAX aufgrund des aktuellen Chartbilds, dass wir eine große Seitwärtsbewegung abwärts gerichtet haben. Aufgrund dieser ganzen Entscheidung oder jetzt dieser Unsicherheit, die im Markt herrscht, insbesondere wegen dem Brexit. Zweitens, die Frau Yellen, die Notenbankchefin, hat ja jetzt geredet diese Woche. Und genauso da ist es eine Unsicherheit gewesen. Zum einen hieß es am Anfang, dass in diesem Jahr vielleicht 3 bis 4 Zinsschritte erfolgen werden. Jetzt hat sie klargestellt, dass es im Grunde genommen nur noch 1 bis maximal 2 Schritte in diesem Jahr geben wird. Sie hat auch noch mal deutlich darauf hingewiesen, dass es diese Schwierigkeiten gibt mit dem Brexit, also dass das ein Unsicherheitsfaktor ist und man das Ganze erstmal abwarten will. Dementsprechend haben wir auch keine Zinserhöhung in diesem Monat jetzt gesehen. Unsicherheit ist immer der Faktor für die Märkte, wo man dann sagt, okay, dann lieber raus aus dem Markt. Haben wir auch in den letzten Tagen gesehen im DAX. Wir sind deutlich nach unten gegangen. Wir sind wieder weit unter der 10.000-Punkte-Marke, aktuell bei 9.600 Punkten. Also wir haben uns wieder deutlich nach unten bewegt. Aufgrund dieses Unsicherheitsfaktors, der allgemein jetzt im Markt noch lastet bis zur nächsten Woche, bis insbesondere zu dieser Brexit-Entscheidung, ist es nun mal so, dass wir dann durchaus einen volatilen Marktphase haben werden können und der DAX dann auch noch deutlich nach unten laufen wird. Alles wird sich dann letztendlich entscheiden nächste Woche, dann am Donnerstag, wenn der Entscheid über das EU-Referendum Großbritanniens dann erfolgen wird, ob wir dann wirklich uns stabilisieren werden. Sicherlich, wenn die austreten sollten, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir noch mal deutlich weiter runterlaufen, bis an die untere Begrenzung dieses Abwärtstrendskanal, den wir im DAX auf Tagesbasis sehen. Und dann wären das noch deutlich ein paar hunderte Punkte, ja, bis vielleicht sogar unter die 9.000 Punkte dann. Okay, jetzt nehmen wir mal an, die Briten treten tatsächlich aus der EU aus. Was würde das denn bedeuten jetzt auch mal für das Währungspaar US-Dollar, britisches Pfund? Genau dasselbe, wir haben es ja gesehen, der britische Pfund zum US-Dollar, der ist ja deutlich nach unten gelaufen. Ja, also wir haben in den letzten Tagen eine deutliche Abwärtsbewegung gesehen. Wir sind jetzt aktuell wieder bei 1,42, haben dann ordentlich verloren an Boden. Unsicherheit ist da, also sollten tatsächlich die Briten austreten, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir nochmal eine deutliche Abwertung des britischen Pfunds sehen werden. Also dann in diesem Währungspaar auch nochmal deutlich nach unten. Aktuell bewegen wir uns ja langfristig gesehen auf Wochenbasis, ja, in dem Chart, wie das gut ersichtlich ist, in einer großen Seitwärtsbewegung. Wir sind jetzt aktuell wieder auf dem Weg nach unten, sind unten letztendlich angekommen, aber sollten die tatsächlich austreten, sehe ich durchaus Potenzial, dass wir das auch brechen könnten und dann auch weiter deutlich unter die 1,40-Marke rutschen könnten und dann auch nochmal deutlich weiter runtergehen, weil grundsätzlich wäre das natürlich zum einen auch für die Eurozone schlecht, weil wenn schon die ersten austreten, Großbritannien dann aus der Eurozone austritt, wäre das natürlich ein Anreiz dafür für andere Länder und eventuell wäre das vielleicht sogar der Anfang vom Ende des Euro, sage ich mal. Ja? Ja, abgesehen von der Wahl in Großbritannien, welche anderen wichtigen Termine stehen denn auf der Agenda? Also wir bekommen auch noch Daten eher aus der zweiten Reihe rein. Zum einen der ZEW-Konjunkturindikator aus Deutschland, GfK-Konsumklima,
kommt rein. Also auch wichtige Daten hier für Deutschland insbesondere. Dann natürlich Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone. Aber ganz klar, der Fokus liegt natürlich auf den 23. Juni, dann auf die Brexit-Entscheidung am Donnerstag. Also von daher werden wir da mal ganz genau drauf schauen, wie sich das Ganze dann entwickeln wird. Und grundsätzlich rechne ich damit eher, dass wir bis dahin einen ruhigen bzw. eher einen volatilen Markt sehen werden, dass der DAX hin und her schwanken wird, auch die Währungspaare, weil die Unsicherheit ist da, wie sich das entscheiden wird. Wir werden auch immer genau schauen, wie die Prognosen aktuell sind auf den Brexit-Entscheidungen. Hin. Also von daher gehe ich davon aus, dass wir volatile Phasen haben werden, aber alles wird sich letztendlich auch am Donnerstag entscheiden und dann wird die ein oder andere Richtung im Markt bestimmt. Der Markt hat letztendlich immer recht und dann wird der Markt auch die richtige Richtung finden. Herr Baczynski, vielen Dank für Ihre Einschätzung und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen. Mehr Market Insight und Informationen rund ums Trading finden Sie auf gkfx.de. Machen Sie es gut. Tschüss.